Hallo, ich grüße euch zu meinem neuen Video. Es ist ganz viel passiert in Katrins Welt und die Geschichte möchte ich euch erzählen. Viel Spaß! Ich habe euch das in Tagebuchform aufgeschrieben und würde euch das jetzt gerne Tag für Tag vorlesen. Okay, los geht's. Ich hatte einen epileptischen Anfall, sagen die Ärzte. Ich weiß da nichts von, weiß nur, dass mein Freund mich mit dem Auto abholen wollte zum MVZ, onkologische Praxis, in Paderborn. Ich hatte eine Kühlbox dabei für meine Antihormonspritzen. Die stellte ich mir zwischen die Füße. Termin 11.30 Uhr. Und dann lag ich in einem Rettungswagen. Fünf fremde Menschen schauten von oben auf mich herab. Die Jacke hatte ich aus und überall Aufkleber auf meinem Oberkörper. Mein Kopf tat weh, er schien zu zerplatzen. Rechts hatte es jemand hinbekommen, mir einen Zugang zu legen. Sonst nicht so einfach. Aber warum rechts? Da dürfen die doch gar nicht, wegen dem Lymphödem. Die Frau redete mit mir. Ich hörte sie, aber konnte ihr nicht folgen. Wo war ich? Wie war ich hierher gekommen? Und wo war mein Freund? Mein rechter Arm und mein rechtes Bein waren schwer, schwer wie Blei. Komisch. Nach ein paar Minuten wurde es laut und wir fuhren los. Die Frau erzählte mir, dass wir ins Krankenhaus fahren. Ich wollte was sagen. Ich öffnete meinen Mund, aber die Worte kamen nicht heraus. Irgendetwas stimmt nicht, dachte ich. Ich kann nicht sprechen. Es ging schnell. Wir kamen im Krankenhaus an. Ich wurde auf der Liege durch Gänge geschoben, Gänge mit grellem Licht. Die Frau neben mir hielt meine Hand. Irgendwie warm und beruhigend. Ich wurde in einen Raum geschoben und kletterte von der Liege auf ein Bett. Das ging. Eine Schwester kam und sagte ihren Namen, weiß ich nicht mehr. Der Mann aus dem Rettungswagen verabschiedete sich und gab mir die Hand. Die Frau, sie war die Notärztin, auch sie verabschiedete sich. Eine Begegnung, kurz und doch so wichtig und die Verabschiedung so menschlich. Ich lag in dem Raum, EKG wurde gemacht, Infusion angeschlossen. Da kam mein Freund. Warum weiß ich nichts mehr? Warum kann ich nicht sprechen? Was war passiert? Später bin ich dann aus dem Bett raus und mit einem Rollstuhl zur Radiologie gefahren. Thomas kam mit. Er sah mitgenommen aus. Ich würde ihn gerne fragen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht sprechen. Plötzlich bekomme ich Angst. Was ist, wenn das so bleibt? Was ist, wenn das immer so ist? Was ist, wenn ich nie wieder sprechen kann? Kommunikation. Sie ist alles auf der Welt. Zwischenmenschlich. Wir werden aufgerufen. Es wird ein CT von meinem Kopf gemacht. Ich hasse das. Alles, was gerade mit Untersuchungen meines Körpers zu tun hat, zu viel. Alles viel zu viel. Fertig, wieder raus, warten, noch ein CT, diesmal mit Kontrastmittel, warum nicht sofort? Komisch, denke ich noch so, als wir zurückrollen in die Ambulanz. Wir stehen, sitzen im Wartenbereich. Der Arzt kommt, der von eben beim CT. Er erzählt, sie vermuten einen Krampfanfall. Ich soll zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Dann bin ich auf Station, liege wieder in einem Bett. Sprechen geht immer noch nicht. Mein Freund erzählt, was passiert ist. Ich weiß nichts mehr. Anschließend fährt er nach Hause, um die Kids zu informieren und Sachen zu packen. Für mich. Als er los ist, liege ich im Bett und heule erstmal. So richtig. Was soll die ganze Scheiße eigentlich? Warum immer wieder ich? Reicht nicht schon die Diagnose? Ich fühle mich leer. Es reicht. Hab echt keinen Bock mehr. Krankenpfleger kommt und geht.
Wir haben 3:30, um 11 Uhr sind wir los. Ich liege auf der Station Stroke Unit, muss zu Hause googeln, was das ist. Ich werde müde, die Augen fallen mir zu. Als die Tür aufgeht, kommen mein Freund und meine Tochter rein. Sie haben meine Sachen geholt. Ich kann immer noch nicht sprechen. Gegenüber meinen Kindern fühlt sich das noch schlimmer an. Die Besuchszeit ist nicht lang auf Stroke Unit. Sie fahren, bin allein, ich heule wieder. Irgendwann kommt der Krankenpfleger und gibt mir die Fernbedienung. Ich gucke Fernsehen, bis es dunkel wird und schlafe einfach ein. Ich wache auf, eigentlich alles gut. In der Nacht war ich ein paar Mal wach. Wegen den Überwachungsapparaten. Die sagen Bescheid, wenn mein Blutdruck zu niedrig ist. Habe seither jeher niedrigen Blutdruck. Die Schwestern kamen zum Blutzuckermessen und was die noch alles so messen. Ich ging duschen danach. Im Bad fiel mir auf, dass ich die Bewegungsabläufe nicht so flüssig konnte wie sonst. Ausziehen, Dusche anstellen, abduschen, Haare mit Shampoo, Körper mit Duschgel, dann abduschen, Dusche abstellen, Vorhang wegschieben, Handtuch abtrocknen, anziehen, geschafft. Man merkt, wie bekloppt man sich vorkommt. Frühstück hat geklappt, motorisch, gut. Visite war da. Weiß jetzt, was ich habe, wahrscheinlich. Logopädin kommt vorbei. Ich versuche zu reden, stottern. Als ich mit ihr Hänschen klein singen soll, heule ich. Ich komme so bescheuert vor. Sie lässt mir ein Bilderbuch da mit Multifunktion zum Singen. Toll, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Ich drücke auf den Knopf und eine Männerstimme singt mir vor. Super, ich heule wieder. Das kann doch alles nicht wahr sein. Die Physiotherapeutin kommt. Sie redet mit mir. Ja, sie mit mir, nicht umgekehrt. Scheiße. Sie lümpft meinen rechten Arm. Als es gerade am entspannendsten ist, geht die Tür auf und eine andere Schwester kommt herein. Sie will sich mit dem Rollstuhl abholen zum EEG. Gehirnströme messen, sagt sie. Na gut. Beim Gehirnströme messen empfängt mich eine Frau. Sie wirkt genervt. Wäre ich auch, wenn ich ihren Job hätte. 15 Minuten dauert es, bis ich alle Kabel an der Netzkappe auf meinem Kopf befestigt habe. Dann soll ich ruhig liegen und meine Augen auf Kommando auf und zu machen. Unterdessen gönnt sie sich am PC einen Schokoriegel, den sie so laut isst, na toll, wie soll man da ruhig liegen, ohne zu lachen. Irgendwann ist das auch vorbei und ich werde wieder entkabelt. Sie rollt mich zurück auf Station. Ich bekomme Bescheid, dass ich verlegt werde. Auf die Neurologie. Also packe ich meine Sachen. Danach wasche ich meine Haare mit dem Duschkopf über dem Waschbecken. Klappt gut und fühlt sich gut an, das klebrige Zeug vom EEG loszuwerden. Liege jetzt auf der Neurologie. Mal sehen, was noch so passiert. Christoph 13, der Rettungshubschrauber, landet wenige Meter vor meinem Fenster. Irgendwie cool. Erinnert mich an Bielefeld. Mit mir liegt noch eine nette ältere Frau auf dem Zimmer. Nebenan ist Frau E. Eine zierliche ältere Frau mit kinnlangen grauen Haaren und einem faltigen Gesicht. Sie trägt ein schwarz geblümtes Kleid. Erst bei genauerem Beobachten sieht man, was mit ihr los ist. Sie schiebt die Stühle aus ihrem Zimmer raus auf den Flur. Tasche und ihr Koffer stehen vor der Tür. Sie wartet, dass Mutter sie abholt. Sie ruft nach ihr. Schaut man sie dabei an, erkennt man das Kinderleuchten in ihren Augen. Erst lustig, aber es macht auch nachdenklich oder traurig. Wie wird es einem im Alter gehen? Fragt man sich. Abends kommt sie einfach in unser Zimmer. Sie sucht Mutter, steht plötzlich neben meinem Bett und guckt mich fragend an, wie ein Kind in einem älteren Körper. Eine Schwester kommt und bringt sie zurück in ihr Zimmer. Der langweiligste Tag in einem Krankenhaus. Therapien finden nicht statt, alles geht langsamer vonstatten.
Der Vormittag plätschert so vor sich hin, bis es Mittagessen gibt. Ich finde immer, wenn es bis dahin geschafft ist, geht es. Nachmittags kommt meist Besuch, entweder eigener oder der Bettnachbarin. Man hört Neues aus der Welt da draußen, die sich einfach weiterdreht, ohne dass man das hier drinnen mitbekommt. Es ist komisch, wenn man nicht sprechen kann, aber wie sagte Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das stimmt. Man muss sich nur darauf einstellen und sich auf die Körpersprache des Gegenüber einstellen. Wirklich sehr interessant. Frau E. hat sich eben einen Stuhl auf den Flur geschoben, den Schlüpfer im Stehen heruntergezogen und ihr Geschäft darauf erledigt. Die Schwestern schimpfen mit ihr und schicken sie zurück in ihr Zimmer. Irgendwie tut sie mir leid. Keiner hat Zeit für sie. Ich frage mich manchmal, was wirklich wichtig ist im Leben. Die Angehörigen von ihr haben keine Zeit für sie. Nicht einmal für einen Besuch. Ich glaube, für sie ist es schwer. Sie hatte vielleicht vorher ihr gewohntes Umfeld, ihren Ablauf, der im Alter immer wichtiger wird. Kennt man ja selber. Jetzt hier im Krankenhaus unmögliche Essenszeiten, unmögliche Aufstehzeiten und sonst viel Leerlauf, viel Zeit für sich selbst, ohne beschäftigt zu sein. Irgendwann ist Abendbrot, danach ins Bad, fertig machen fürs Bett, Schichtwechsel. Die Nachtschwester kommt und fragt, ob man alles hat für die Nacht. Dann werden die Vorhänge zugezogen. Gott sei Dank haben die im Krankenhaus von heute ihren kleinen Fernseher direkt am Bett mit Kopfhörern. Irgendwann schläft man einfach ein. Heute ist Montag, Alltag. Irgendwie freut man sich, dass endlich etwas stattfindet. Dusche, Frühstück, Schwestern messen, Visite. Sie vermuten einen Krampfanfall. Schock, wovon das denn? Mehrere Untersuchungen sollen gemacht werden und eine Therapie soll laufen. Sono der Arterien zum Gehirn hin, MRT des Schädels schon wieder. Geh da nur rein, wenn die mir vorher Drogen geben. Kriege immer Panikattacken da drin. Ansonsten Logopädie, Physio und Ergotherapie. Volles Programm. Mein Freund sagt immer, ich bin zu gerne die Sonne. Bin ich jetzt schon wieder die Sonne? Alles dreht sich wieder nur um mich. Frau E. steht heute auf dem Flur und lächelt und spricht alle an. Das nennt man wohl helle Momente. Irgendwie ist sie mir heute sympathisch. Dann gehe ich spazieren bis vor den Eingang, setze mich zu den Rauchern auf die Bank, nur so, höre den Gesprächen zu, neben mir eine junge Mutter mit ihrer vielleicht 13-jährigen Tochter. Sie warten auf ein Taxi. Sie schimpft mit einem ausfallenden Jugendjargon, dass es nur so explodiert. Super Vorbild, denke ich noch so, als der Mann neben mir zu mir sagt, nur Verrückte hier. Hat er recht? Oder sind das die Facetten unserer Gesellschaft? Ganz ehrlich, hier drin verändern sich die Prioritäten. Wichtig oder unwichtig? Ja, das war das Neueste aus Katrins Welt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, was in der einen Woche jetzt passiert ist mit mir. Sie vermuten einen Krampfanfall. Dafür bekomme ich jetzt auch Medikamente, die ein bisschen die Geräusche um mich herum dämpfen für mein Gehirn. Keiner weiß, ob das auch schon Metastasen gewesen sein können, aber ich glaube nicht. Ab nächste Woche geht die Bestrahlung los für den ganzen Kopf und ich werde euch berichten. Ich hoffe, die Nebenwirkungen sind nicht so stark und ich hoffe auch, dass mein Sprechen irgendwann wieder ganz normal ist. Also außerdem war auch mein rechtes Bein und mein rechter Arm betroffen. Das hat aber die Physiotherapie sehr gut hinbekommen. Das Bein ist noch etwas langsam, aber ich komme gut zurecht hier.
Und ich hoffe, dass es weitergeht und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.